Sase. Denn ihr wisst alle warum. Wir treffen uns heute zum vierten Mal. Zu diesem großen Banner. Nie wieder Krieg und nie wieder Verschwörung. Das ist das Hauptproblem. Zunächst sollten wir etwas in der Sekundenschicht es geht hauptsächlich darum, dass ihr euer Müll entgeht, einfach wieder mitnehmt. Ja, es geht um Flaschen und große Plastiktüten und solche Zeug. Wir wollen das nicht hier liegen haben, ja, sondern wollen das einfach wieder mitnehmen. Ja. Danke. Auf die Banner diesmal, wir hatten das letzte Mal schon gesagt, okay, man muss sich wundern, es sind auch kleine Kinder dabei, auch sieht man wieder. Mit dem Publikum scheint Profi zu haben, ja? Keinerlei perverse Bezirke und sowas dabei. Wir haben heute auch wieder ein ungewisses Programm vorbereitet für jeden Geschmack. Wir wollen aber trotzdem, wenn im Zentrum steht, die Ablehnung jeglicher Gewalt gegen jegliche Menschen, jeglicher Hautfarbe und jeder sexuellen Orientierung. Zu Beginn möchte ich gerne eine Rednerin vorstellen. Was ganz Neues ist die erste Dame. Thank you.
Ich habe den Krieg erlebt, mit Bomber benannt, mit brennenden Häusern, mit Fotzen und Schlafen. Ich habe den Krieg erlebt, mit dem Schutz von den Menschen, mit der Schutz von den Ich habe den Krieg erlebt, die Ängste der Mütter und ihre kämpfenden Söhne, das Schönen in der Verbrechen, das Wut und die Niederlösung des Heilens. Ich habe mich nicht erlebt, den Hunger der Überlebenden und Kellern und Folter erzielt, das Heilige und Stärke der Kirchen, die Wohnmacht in der großen Not von vielen Jahren. Wenn ich die Zulasse, was ich mache, um meine Kinder, für eine Lebensführung und friedliche Welt.